Also, es ist ja eh der Die gleiche Tag. Uhrzeit steht halt nur da. Ja, Und da steht, aber. sie haben noch Zeit für ein weiteres Match. Das steht da immer. Ach so. Ja, Servus und Hallo zu Fußballmanager 13. Stuttgart gegen Freiburg. Und wir simulieren es heute im Textmodus. Genau. Auch ein Hallöchen von mir zusammen. Ja, hallo. Ich bin auch wieder da, immer noch, wie auch immer. Ja, das Baden-Derby, Baden-Württemberg-Derby steht wieder an. Wir sagen einfach mal, wir verlieren das heute nicht. Ja, das wäre wahrscheinlich für die Liga, für unsere Position auch besser. Gleich ein guter Anfang. Man muss Morata aber mehr draus machen. Den haben wir nämlich Das von Beginn an mal drinnen. sehe ich jetzt einfach auch mal nicht anders. Ja. Ja. Will den Ball wolle kehren. Schießt dich selbst gegen den Kopf. Ja, nochmal Ecke demnach. Ja. Vierte Aktion in 3 Minuten. Ja, auch wenn die alle jetzt trotzdem eher, ja, bis auf die Aktion, die nicht von uns war, war eigentlich alles eher ungefährlich. Oh. Jawohl. Ja, Morata. Ja, zeigt er endlich mal, dass das doch auch kann, wenn, ja, wenn er nicht erst eingewechselt wird. Vorlage von Didavi, Ja, die auch schön. vierte. Hi, Okazaki. Ich hab Geld bekommen. Ich hab Geld bekommen. Und du? Escudero. Ja, vor allem, ich glaube, Schulterverletzung. da haben wir wahrscheinlich niemand auf der Bank, ne? Der linke Verteidigung spielen kann. Schulter. Wobei Wird doch. noch nicht aktualisiert. Sakai kann links spielen und dann kommt Lang auf rechts. Ich Dann haben wir fürchte. mal den Lang auch drinnen. Ja, stimmt, Sakai kann links sprechen, ja. Er kann nach links sprechen, er kann nach rechts sprechen. Nur rechts sprechen darf er nicht, weil er ist kein Richter. Aber das ist wieder was anderes. Es ist einfach schon spät, seht mir das nach. Ich versuche mich gerade einfach irgendwie wach zu halten. Muss irgendwas Dummes quatschen. Ja, es ist ja wieder nach 4 Uhr. Das ist wieder, ja, nachts um 4 mit Falvorik und Dagomir. Nachts um 4, wir sind hier, ja. Und so weiter. Ja, es wird in letzter Zeit Ohne 4. echt zur Gewohnheit, dass es 4 Uhr nachts wird. Und es ist halt ab einem gewissen Alter, ich spreche das jetzt einfach mal so an, fällt es zumindest nicht mehr ganz so leicht wie früher. Nicht, dass es gar nicht mehr geht, aber es fällt nicht mehr so leicht. Ich habe gerade gelesen, wegen eines Bodychecks von Morata wird Valudinier verwarnt. Das wäre auch schön. Ja. Ja, das wäre Platziert gut. das Sportgerät aber genau, Sven Ulrich. Alles klar. Das lesen wir gerne. Solange Ulreich irgendwie noch dazwischen ist. Na, Quiz stört gerade nicht entscheidend. Aber, Na ja. doch, tut er. Nichts Der draus gewonnen, ja. von William Quiz noch entscheidend gestört wird, immerhin. Ah, Jonathan Schmidt, unser österreichischer Nationalspieler. Stürmerfall. Ja, hat jetzt uns auch nicht überragend in der Nationalmannschaft aufgefallen. Also ist jetzt nicht so, ich sagen könnte, oh ja, Ja, Schmidt war so einer in unserer Erinnerung Besten. geblieben. Auch wenn wir ihn selber eingebürgert haben, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und wenn wir kurz überlegt haben, dass wir ihm auch einen Vertrag geben. Ja, dann ist es jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, dass es das nicht so war. Wobei, was nicht ist, kann noch werden. Der ist ja erst 22, glaube ich. Der kann ja durchaus noch eine bessere Phase haben in seiner Karriere. Sagen wir mal, das sieht sehr gut aus. Loben mal den Mensah. Ist die Frage, wo Okazaki rausnehmen? Lang sogar. Ja, wegen der gelben Karte. Quist.
Ja, können wir machen. Dann die Davi und Morata fürs im Okay. Tor. Bei Didavi hat es irgendwie nichts gebracht, leider. So gar nichts. Daski, Sakai und Ibisevic. Ibisevic hat es sehr nötig. Ja. Ich glaube, dem machen die vielen Spiele mittlerweile doch zu schaffen. Und Okazaki Traoré. Und einen Wechsel haben wir da noch, den können wir ja dann später noch machen. Genau. Ja gut, wie gesagt, einen mussten wir ja machen. Den hätten wir uns gerne auch für die Halbzeit aufgespart. Aber gut. Ecke. Wieder durchquist. Ei, Immerhin nochmal eine Ecke. nochmal gewusst. Auch wenn Ecken, ich muss ja sagen, auch nicht wirklich unsere Spezialität sind. Ich glaub, weiß nicht, haben wir überhaupt schon ein Tor gemacht durch eine Ecke? Selten, glaube ich. Relativ selten, wenn überhaupt. Müsste ich jetzt scharf überlegen. Neue Ja, Chemie mal Chemity. wieder. Tor Nummer 23. Für eben denselben. Ja, wieder so ein bisschen aus dem Nichts. Das kennen wir mittlerweile, ja. Ja gut, ich meine, Schalke wäre eh vor uns gewesen, aber oh, Steffen Lang hindert Barinci oder wie auch immer man ihn ausspricht, am Flanken. Wir können uns halt jetzt gerade nicht so richtig absetzen. Vor allem wenn Hamburg, glaub, in Führung geht, dann sind sie an uns vorbei. Genauso wie der Ball da gerade links unten am Pfosten. Ja, vor allem Freiburg kommt jetzt halt auch wieder mehr. Das passt mir irgendwie so gar nicht. Der Versuch misslingt, ja, gut. Gut, dass der Versuch misslingt. Ja. Mal kurz in die Frische wird das schauen. Geht eigentlich Mittlerweile noch. okay. Aber irgendwie spielen wir nicht mehr mit, habe ich so das Gefühl. Ja, Oder? im Moment läuft es gerade gar nicht so. Was haben wir noch für Optionen? Wood? Ronaldinho, dass nach vor vielleicht noch was geht. Oder halt Wood. Oder Wood für Morata wahrscheinlich, oder? Ja. Na, ich würde Ronaldinho bringen, glaube ich, weil die Ja, frische ja. Werte und das Ganze ist eigentlich in Ordnung. Und gerade falls noch ein Freistoß kommt, ich glaube im Textmodus ist das auch nochmal Nochmal so ein Push. gefährlicher, Ja. meinst du? Ja, das kann gut sein. Ja, 3D-Modus ist eh manchmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, wertentfremdend. Ja. Das stimmt. Ha, Ecke vom Tor. Ronaldinho, Ecke. Ist gleich ein bisschen gefährlich, ja? Chef vom Tor. Einen anderen Fuß. Nein, Freistoß. Tja. Gut, wechseln können wir eh nicht mehr. Jetzt müssen wir im Prinzip drauf hoffen, dass sie noch was draus machen. Freistoß. Freistoß. Faustlinie Ecke. aus dem linken Eck. Ach so. Gute Flanke von Dyer. Das gibt's ja nicht. Ja, Baumann ist leider auch kein schlechter Torwart. Der wird den einen oder anderen noch rausfischen. Ich hoffe bloß, dass wir noch einen reinkriegen, um allein so ein bisschen an Schalke dran zu bleiben und halt den Abstand nach unten zu schaffen, weil ein Punkt ist eigentlich nix. Die Kiste verletzt und darf nicht mehr ausgewechselt werden. Zieht Aus Hoffmann. 13 Metern. Ja! Trifft zum 2-1. Jawohl, Ibisevic. Wir, wenn nicht er. Ja, 20. Tor in der Saison. ist so ein bisschen, ja. Rutsch noch mal ran an den Freiburger. Es sind ja jetzt auch noch 4 Spiele nach diesem Spiel. Ja. Unabhängig davon, dass, ja, Lewandowski wahrscheinlich eh nicht mehr einzuholen ist. Ach, nö.
Achso, von Jendrischek Ja, an, ja. da hast du jetzt, okay, ja, ich habe es gerade andersrum gelesen. Weil es ja der Taski, was macht er da vorne? Ja, Elfmeter. Ronaldinho. Ronaldinho. Tor. Tor. Gut, sehr schön. War gut, dass wir den eingewechselt haben. Ich würde mal sagen, die Entscheidung. Ja, Oder? hoffentlich. Leg ich mich jetzt einfach mal fest. Gut, Steffen Lang nochmal mit der gelben Karte, aber der hat, ja, war ich, hat eine gute Aktion gehabt, wo er den am Flanken gehindert hat. Hat eine gute Note bekommen, also bis jetzt. Ja, die gelbe Karte wird es wieder ein bisschen runterziehen, das ist so ein bisschen ärgerlich. Aber schlecht war er nicht. Also, Einmal noch eine Ecke. verlängert zu Morata, zögert nicht lange. Ja, wollen ja. Vergeblich. Nice, 4-1. Morata, das zweite Tor. Tor Nummer Das 14 auch 14. schon. Ibisevic auch schon mit der 13. Vorlage. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja, doch. Gefällt mir eigentlich ganz gut, das so im Textmodus zu Ja, simulieren. war auch nicht schlecht, dass wir noch gewonnen haben, weil Hamburg hat jetzt auch schon 52 Punkte. Ja. Ja, es sind trotzdem nur noch ein Punkt weg, aber Freiburg ist immerhin mal ein bisschen weiter weg. Ja, davor haben wir da jetzt einen kleinen Abstand. Gladbach ist auch ziemlich zurückgerutscht. Ja, weil Tabellenplatz 6 wäre ja eigentlich auch noch unser Saisonziel. Das war ja das, was wir ursprünglich erreichen wollten. Ja. Und da haben wir jetzt, ja, zumindest auf Platz 7 schon mal 6 Punkte. Es ist zwar noch kein extrem großer Abstand, aber hat gut getan, auch das Baden-Württemberg-Derby zu gewinnen. Bester Spieler Ronaldinho. Besonders furios war heute der Auftakt ihrer Mannschaft. Bevor der Gegner wusste, was Sache ist, lag ihr Team bereits in Führung. Was haben sie den Spieler mit auf den Weg gegeben? Vielleicht das vierte von oben. Ich muss da vor allem meine Spieler loben. Sie waren hellwach. Der Sieg war Ja, verdient. das klingt gut. Alle Moral plus eins. Warum hat Antonio Rüdiger? Ich wollte ihn schonen, wie immer. Oder? Oder er hat sich im Training nicht aufgedrängt. Können wir auch probieren. Da ist nur manchmal halt für. Will er halt nicht so toll finden, aber Moral minus ja, zwei, ja. da muss auch mehr kommen von der Rüdiger. Da sind wir ziemlich straight. Luke de Jong, der hat auch schon einige Tore. Der wird wahrscheinlich von hinten anrauschen, schätze ich mal. Ja, kann gut sein. So arg weit ist er, glaube ich, nicht hinter. Aubameyang ist verletzt. Das ist ein blöder Zeitpunkt. 13 Tage. Quasi genau bis die Entscheidung ansteht. Escudero 5 Tage. Mehr oder weniger. Ja. Bisschen drüber noch. Ja. Mannschaft der Woche, schau an. Dier, Daher. Ronaldinho und Morata. Ja, Dier hat mir gut gefallen. Nicht schlecht. 80 Flanken, 82 Speed. Ist jetzt auch schon bei 77 Ja. Stärke. Hat ihm auch gut getan, jetzt ein paar Mal spielen zu dürfen. Und jetzt auch von Beginn an, jetzt im letzten Spiel. Hat ihm bestimmt auch gefallen. Passt. Schön. Ja, und es geht dann schon weiter gegen Neapel. Im Halbfinale, im nächsten Halbfinale. Ja. Das wird jetzt definitiv kein Zuckerschlecken mehr. Harris, 10 Ah, Tage Holzhauser. schau mal an, Quintero wechselt. Ja. Mit dem 1.7. Ist er Ja, auch bei wird uns rot im Team. dargestellt. Ja, gehört so. Ja, schön. Von Real zu Stuttgart. Der ist 17 und hat schon krasse Werte. Also wie gesagt, 78 Zweikampf. Kopfball kann man auch durchaus trainieren für den Innenverteidiger, aber ja, wäre blöd, wenn er schon alles könnte. Also nee, wäre nicht blöd, aber dann haben wir auch noch ein bisschen was, wo wir mit ihm arbeiten können. Ja. Können wir ihm vielleicht auch in Gesprächen noch sagen, soll Kopfball bei allem, was lieb ist, mal Gas. Genau. Ich glaube, das müsst noch gehen. Oh, Sakai gelb-rot. Ja, da muss jetzt lange dafür rein. Ja, genau, deswegen haben wir ihn ja geholt. Jetzt, Hat sich jetzt auch weiß ich es wieder.
Hat sich auch schon ein bisschen verbessert. Ist ja auch schön zu sehen Ah, mit mit dem Körper 65. sogar auch reden. Das wäre in der zweiten auch schon gegangen. Ja, aber das, er hat in der ersten oft andere Ziele. Aber erst wenn man definitiv raufholen, oder? Ja, wir wollten, haben ja schon vor, ihn wieder runterzuschicken. Ja, gerade kam da nicht wirklich viel anderes. Daher können wir vielleicht loben für sein tolles letztes Spiel. Großes Lob. Ja, Morata, super letztes Spiel. Und wer war der dritte im Bunde? Ich weiß es nicht mehr, aber können wir doch bestimmt nachgucken, oder? Die Meldung ist doch noch offen. Oder nicht? Ich schau mal, ob da irgendwas steht wie super letztes Spiel. Nö. So, wo war es? Mannschaft der Woche? Ronaldinho. Ach so, ja klar, eigentlich. Super letztes Spiel. Ist auch schon fast wieder auf der 80. Stellt nochmal die Leistung der Mannschaft in den Mittelpunkt. Perfekt. Ja, ist ja auch unser Co-Führungsspieler. Co-Captain. Ja, wie gesagt, Ronaldinho auch Vize-Captain. fast wieder auf eine 80. Ja. Ist auch gut. Neapel, da müssen wir eigentlich mit den Besten ran. Ja, wollte gerade sagen. Oh, da wird Indy gleich in die Verteidigung geschoben. Weiß ich noch nicht, ob das so gut ist. Mensa, Der hat gerade einen oder? Punkt verloren, Indy. Ich frage mich immer noch, warum, weil Innenverteidiger war definitiv nicht seine Position. Ja. Ibisevic Morata. Guck an, der wird auch schon aufgestellt. Ist schon besser als Henri. Die Frage, wenn ich trotzdem Henri bringen sollen von Beginn an, allein schon wegen dem plus 2, glaube ich, an Moral und notfalls Morata halt wieder als Joker einsetzen Plus 1 und oder plus genau, 1, ja. da links dann auch noch mal 1, Ronaldinho. Ja, genau, also es könnte uns gerade europäisch, glaube ich, echt weiterhelfen. Ja, passt, machen wir das. Und Wood durch einen Offensiven ersetzen. Vielleicht wieder Gentner. Der hat, glaube ich, noch die stabilsten Werte. Also kann er auch wirklich alles spielen, mehr oder weniger. Im Mittelfeld. Links, rechts. Offensiv, defensiv. Okay. Sollte wirklich irgendwas schief gehen, beziehungsweise wir noch einen Defensiven brauchen. Quist? Sollen wir nicht Quist für Kuzmanovic noch? Oder, weil Kuzmanovic hat uns ja beiden nicht so gefallen, oder? Ja, können wir machen. Holzhauser ist ja verletzt. Auch wenn Kuzmanovic natürlich die besseren Werte hatte gerade auf, oder die bessere Stärke auf defensiven Positionen, aber Ja, trotzdem, so gut gefallen hat uns nicht. Ja, passt. Okay, gut. Gentner wäre auch eventuell eine defensive Option, sollte da was passieren. Wie gesagt, er kann eigentlich offen oder im Mittelfeld alles spielen. Das macht ihn ja so wertvoll eigentlich. Na, passt. Dann sehen wir uns beim nächsten, also sehen wir uns gleich, wenn es gegen Neapel geht. Genau. Ja. Ich freue mich schon drauf, Halbfinale. Dann können wir es echt heute noch durchsimulieren. Alles durchsimulieren und fertig. Ja, genau. Guckt dann keiner mehr an, solange wir durchsimulieren. So, Neapel. Das Halbfinale in der Euroleague. Auf der anderen Seite Liverpool gegen Inter Mailand. Auch eine spannende Begegnung, könnte ich mir vorstellen. Wir werden den Spaß am Fußball nehmen. Ja,
Wir werden es zumindest versuchen, oder? Hauen wir das mal raus. Aber wir sind eh, glaube ich, schon relativ viel weitergekommen als das, was wir eh uns als Ziel gesetzt haben. Ich glaube, Runde 3 war mal unser Ziel. So. Ronaldinho, knapp daneben. Ja, genau. Runde 3 war Und das Ziel. wie ihr schon seht, Neapel ist kein Gegner, der jetzt einfach mal, ja, so. Oh, sehr schön. 1-0, Ori. Schön. In der vierten Minute. Nett. Ja, jetzt und ab jetzt verteidigen. Guter Anfang. Ab jetzt verteidigen. Das Gift im Spiel. Dass der Schiedsrichter sowas zulässt. Ja, Hauptsache zeigt jetzt nicht irgendwie irgendjemand rot, keine Ahnung, Ronaldinho oder so jemand. Das wäre jetzt auch eher ungeschickt. Schade. Der Captain Morgan pariert. DeSantis. Gelbe Karte. Für Mensa. Das ist auch eher früh in der Partie. Ja. Das wäre jetzt nicht Gefällt. so gut als nächster Ja. Innenverteidiger. Es gibt Elfmeter und Gelb für Alessandro Gamberi. Nie. Sehr schön. Elfmeter für uns. Ja. 22. Minute. Henri oder Ronaldinho? Das ist Na, die ich Frage. überlege auch gerade, wer es schießen wird. Henri. Henri. Tor. 2-0. Schön. Thierry. Thierry Henry. Ja, so kann es gehen. 22. Minute. Ich bin neuer Fan des Textmodus, muss ich sagen, nach dieser Aufnahme. Wir wären Meister geworden mit dem Textmodus. Nein, aber es hört sich gut, hat gerade ganz gut Aber gepasst. zumindest ein bisschen näher dran. Auf der Euphoriewelle, oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Kein Meister, aber zumindest ein bisschen näher dran. Zumindest hätte man die Euroleague früher gesichert. Ulreich mit einer Glanzparade. Jetzt müssen wir uns hier bis ins Finale durchkämpfen. Er dreht sich am Ding um, Steffen Lang. Ja. Naja, der ist halt einfach, ja, wie soll er auch gewohnt sein, aber er hat immer eine 2,5. Ich finde, da kann man sich gar nicht beschweren als, ja, eigentlich einer von den Amateuren. Ja. Doch. Aber es ist echt, das war so eine leichte Fehlplanung mit unseren Rechtsverteidigern irgendwie in der Saison. Wir kamen da erst ziemlich spät drauf, dass da eigentlich was fehlt. Eigentlich zu spät, ja, weil da war dann schon die zweite Transferperiode zu. Blöd. Also ups, da war doch noch was und der andere kommt auch etwas später erst, erst nächstes Jahr. Ich sage ja, leichte Fehlplanung, aber ich finde, dafür haben wir es ganz gut gemacht. Oder gerade Sakai. Und wir hatten auch echt Glück, dass der sich nicht verletzt hat. Sonst hätten wir Ja. noch viel größere Probleme gekriegt. Braucht halt immer wieder eine Massage, aber ja, solange es nur das ist. Ich wollte gerade sagen, wenn das das Problem ist, das ist schnell behoben. Moral ist von allen hoch. Ronaldinho tut es auch noch gut. Bisschen Moral. Alles läuft nach Plan. Oder in der zweiten Hälfte verderben wir dann endgültig die Laune. Das gefällt mir. So, Mensah würde ich Etwa. jetzt, glaube ich, auswechseln, oder? Galliano. Ja, wir haben Oder sonst. Indy Escudero. Von den Werten her Ist die Frage, müsste eigentlich okay sein. wie sich Indy im Textmodus schlägt? Ja, können wir mal austesten. Indy rein und Escudero links. Vor allem hätte man dann immer noch einen Innenverteidiger, sollte noch mal jemand gelb sehen. Ja, das auch. Kann der Tendenz ja auch nicht schaden. Auch ihn mit einer 1-0 würde ich gegen Morata austauschen, mal wieder. Und einen haben wir da noch. Aber nicht jetzt. Einen haben wir noch, Wahrscheinlich. einen haben wir noch. Ja. Genau. Ich bin überrascht, wie gut wir dagegen halten, ehrlich gesagt. Ja, doch. Zwar zu Hause, aber trotzdem. Das heißt nicht immer was beim VfB in der Euroleague.
Hust, hust. Marek Hamšík, der ist auch nicht ungefährlich. Der ihn nicht verarbeiten kann gegen die Okay, beiden. okay, okay. Das heißt, die beiden haben es ganz gut zusammen Ja, gemacht, und ja. spät und so. Ja, ich weiß, ja. Da liest man dann nur die Hälfte, was? Nicht verarbeiten? Nein! Dafür haben wir ja einander. Und dass wir uns sowas gegenseitig vorlesen können. Damit wir noch schneller So einschlafen. weit ist gekommen. Damit wir noch schneller einschlafen. Freistoß Ronaldinho lese ich sehr gerne, ehrlich gesagt. Ja. Beide durften also mal. Na, kann sich keiner beschweren. Wetteränderung. Jetzt schifft's wahrscheinlich. Regnerisch. Greift gnadenlos durch. Sollte man ein bisschen mit der Mannschaft reden, wahrscheinlich. Dann schickt er uns noch auf die Tribüne. Ja, Zuschauer, also fast ausverkauft. Na gut, Neapel ist, glaube ich, auch einer, der durchaus mehr Zuschauer bringt, wie jetzt. Pff, keine Ahnung, wen hat man Mainz, Augsburg, um bei unserem Lieblingsgegner zu bleiben. gegen Augsburg kommt wahrscheinlich gar nicht mehr, weil sie sagen, ja, die verlieren doch eh. Keine Chance. Daher hat eine gelbe. Harnik? Ja, oder, na gut, für lang haben wir jetzt, irgendwann geben wir uns die Verteidiger aus. Höchstens frische technisch noch Taski raus für Galeano wäre noch alternativ, um die Frische hochzuhalten. Oder wirklich Harnik-Tast daher? Sollten wir weiterkommen? Da hätten wir auch Henning die Chance geben können. Henning. Ja, der ist leider ja nicht dabei. Ja, und im Rückspiel zu viele Experimente dürfen wir auch nicht machen, weil 2-0 ist noch nicht so, dass wir durch sind. Daher holt sich die Gelbe ab und wird ausgewechselt. Ja, rechtzeitig, direkt nach der gelben. Ecke. Schade. Für Ronaldinho. Ja, genau. Kein Problem für Morgan de Sanctis. Gigi. Ja, halbrechter Position auf Vedat. Nur noch einschieben muss. Yes. 3-0. 3-0. 3-0. Wow. In Worten 3. Ja. Ja, es hört sich jetzt gleich an, ich weiß. Aber. Aber ich sag das auch immer wieder. Ich finde das geil. No. Ich könnte jetzt Der mal. Kuss? Erkennst du es nicht? Nee. Das ist, wenn du einen Schlag auf, ich glaube, auf den Oberschenkel oder so ist es, wo es richtig weh tut dann. Also richtig. Pferdekuss? Ja. Da muss ich gerade spontan an Wut denken. Irgendwas ist so was Schlappriges. El Trainer, Trainer, Trainer. Okazaki zupft am Trikot. Du! Nochmal eine Chance. Flachschuss von William Quist. Oh, schade. Du! Hieß der Torwart nicht irgendwie vorher anders oder haben sie den ausgewechselt? Ich bin verwirrt. Da unten steht doch noch Morgan. Achso, muss aus. Der verletzte Spieler muss raus. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, der Torwart. Da haben sie einen Feldspieler reingesteckt. Ah, das war der Torwart. Oh. Krass. Okay. Ja, nett. Ja, was man zu einer gewissen Stunde einfach nicht mehr mitkriegt, ist genau so ein Detail. Das hätte ich gerne in 3D gesehen. Ja, ich auch. Außerdem hätte man dann wahrscheinlich bei allen Spielern erstmal Fernschüsse eingestellt. Schießt aus allen Rohren. Ja, ohne Scheiß. Das hätte vielleicht sogar was gebracht, aber gut, ich meine, bei einem 3-0, ganz ehrlich, brauchen wir uns auch nicht beschweren. Wir sind die Helden der Arbeit. Bereits das 50. Pflichtspiel. Ja. Sehe ich auch so. Ach stimmt, wegen unserer Qualifikation, ja klar. Das sollte
irgendeine Errungenschaft geben. Helden der Arbeit. Klingt auf jeden Fall gut. Das stimmt, ja. Nun gut. Schnau. Ein sehr, sehr erfolgreiches erstes Halbfinale. Ich bin ja Ja. echt, ich bin noch ganz geplättet, ehrlich gesagt. Also es ist nicht nur die Müdigkeit, sondern einfach nur dieses What? 3-0 gegen einen eigentlich wesentlich stärkeren Gegner. Das klingt so surreal, aber schön. Ja. Ich bin neuer Fan vom Textmodus. Wir machen ab jetzt nur noch Textmodus. Nein, nein, nein. Da kann ich euch beruhigen, wir werden immer wieder auch auf 3D-Spiele umsteigen. Ja, und das nächste Mal geht's gegen Augsburg. Den Angstgegner? Oder sagen wir mal, da wo wir halt einfach unglücklich verloren haben, gegen Fürth. Oh, ich erinnere mich, gegen Fürth war es noch schlimmer. Da haben wir Deswegen. gesagt, okay, da müssen wir halt gegen Fürth gewinnen und haben dann 3-0 verloren. Genau. Ja, das. Augsburg, ja, genau, Ich 0-1. erinnere mich 3-0. dunkel. Die böse Woche. Naja, Ja. gut. Aber das sehen wir dann im nächsten Part, wie Genau. böse das Rückspiel werden wird. Oh Wieder verbreiten Optimismus. Na, no, das ist doch nett. das gehört auch so. Gnabry und Yelmarini. Ja. Nun gut, dann mal wieder danke fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss.